Und heute gibt es wieder so einen kleinen Community-Wunsch, denn nochmal viele Grüße hier an den Sandro. Der hat mir hier den Felgenreiniger von Aldi Süd zugeschickt, hier aus der Auto XS-Serie. Den wollte er unbedingt mal getestet haben. An der Stelle nochmal viele Grüße und einen großen Daumen nach oben auch hier vom Xaron FR-Team. Der Felgenreiniger heute im Test und wir haben noch einen kleinen Konkurrenten gesucht und haben wir hier den Kärcher aus der Car & Bike Care-Serie, den Kärcher Felgenreiniger. Die haben beide einen pH-Wert von 9, deswegen bietet sich das an, die beiden einfach hier ins direkte Duell zu nehmen. Der Felgenreiniger hier von Aldi, der Auto XS, kostet 2,99 Euro, wenn er hier im Angebot ist. Und beim Kärcher hier habt ihr ungefähr einen Preis von 8 bis 9 Euro für 500 Milliliter und hier habt ihr 750 Milliliter drin. Also ihr seht deutlich hier das Preis-Mengen-Verhältnis beim XS, beim Auto XS wesentlich besser. Die beiden kommen jetzt hier ins direkte Duell und damit viel Spaß bei dem Video. Kommen wir nochmal kurz hier zu den Felgenreinigern. Hier der Kärcher Felgenreiniger aus der Car & Bike Serie. Ungefähr 8 bis 9 Euro für 500 Milliliter 3 in 1 hier Gelformel. Intelligenter Farbumschwung, was wir halt einfach unter Wirkindikator kennen. Und materialschonend. Also mit einem pH-Wert von 9 ist er im leicht alkalischen Bereich, aber noch völlig in Ordnung. Und damit haben wir den eigentlich soweit abgehandelt. Hier oben am Sprühkopf könnt ihr das Ganze über diesen kleinen Drehdüsenkopf komplett sperren. Das heißt, ihr könnt hier nicht mehr drücken. Also gleich als Kindersicherung mit gedacht. Wenn ihr das dann hier vorne an diesem kleinen Sprühkopf langsam öffnet, habt ihr dann diesen Spray und wir schauen uns an, ob das wirklich schön vernebelt oder ob das nur so ein gezielter Strahl ist, gleich im Praxistest. Hier drüben der Auto XS Felgenreiniger, das Felgenreiniger Spray, auch mit Wirkindikator säurefrei. Wir kennen das ja, wenn hier das Wort säurefrei draufsteht, heißt es nicht unbedingt, dass er auch pH-neutral ist. Er hat auch hier einen pH-Wert von 9, also auch leicht im alkalischen Bereich für alle Felgenarten gedacht, ist aber auch nochmal hier geschrieben, also seid auch hier nochmal auf Nummer sicher. Für 2,99 Euro, 750 Milliliter, habt ihr hier eigentlich alles auch nochmal hinten auf der Rückseite beschrieben. Der Auto XS Felgenreiniger soll ungefähr 2 bis 4 Minuten hier einwirken. Wir geben beiden ungefähr 3 Minuten, damit man einen deutlichen Vergleich bekommt. Beim Sprühkopf hier oben haben wir die Möglichkeit, einmal auf On zu stellen und hier oben das Ganze auf Off zu sperren. Das heißt, es kommt nichts aus dem Felgenreiniger raus. Und wenn ihr das Ganze hier oben auf On stellt, dann habt ihr diesen Spray. Wir schauen uns das auch gleich noch etwas genauer an. Hier, die Felge sollte euch bekannt vorkommen. Die hatten auch schon in diversen Felgenreiniger-Videos mit drin. Die finden wir regelmäßig stark verschmutzt vor und deswegen eignet sie sich hervorragend für solche Felgenreiniger-Vergleiche. Also jede Menge Schmutz hier wieder drauf, auch hier auf vorn auf den Flächen überall deutlich schwarzer Brennstaub hier in allen Ecken. Und dann legen wir wie immer los. Auf der linken Seite der Aldi Süd Auto XS Felgenreiniger, rechte Seite der Kärcher 3 in 1. Los geht's. Also der Auto XS, auch wieder leicht schaumig gehalten. Nebelt nicht so schön, könnte noch viel, viel stärker hier im Spray sein. Schauen wir mal hier auf die andere Seite. Ja, sehen wir nochmal deutlich hier der Schaumanteil beim Auto XS. Wesentlich stärker hier, doch sehr flüssig gehalten. Läuft hier in jede Ritze und in jede Ecke rein. Hier haben wir so die kleinen Schaumkronen, die sich hier sammeln. Deutlich nochmal zu sehen. Ich denke mal für euch auch schon der Unterschied. Wirkindikator hier auf der Seite und auf der anderen Seite hier beim Kärcher. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis hier was passiert. Geben wir den beiden so 3 bis 4 Minuten und dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Ungefähr 3 Minuten sind vergangen und wir sehen nochmal einen deutlichen Unterschied. Fangen wir erstmal hier auf der linken Seite an beim Auto XS. Wirkindikator deutlich vorhanden. Ihr seht hier tiefrot, geht schon langsam hier ins Schwarze. Der ganze Bremsstoff wird angelöst, sammelt sich in dem Bereich. Also überall hier schön der Schmutz am Lösen. Funktioniert erstmal auf den ersten Blick völlig in Ordnung. Gibt auch so einen leichten, frischen Duft. Also es ist jetzt kein unangenehmer Schwefelgeruch, der hier in der Luft liegt, trotz Wirkindikator. Also vom Geruch her muss es sich überhaupt nicht verstecken, überhaupt nicht unangenehm. Und löst erstmal hier richtig schön den ganzen Bremsstaub an. Auf der anderen Seite gucken wir mal hier beim Kärcher Felgenreiniger. Da sollte erstmal so eine gewisse Gelformel vorherrschen. Also das war mir doch wesentlich zu flüssig hier an der Stelle. Also da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Halt hier an der Felge gewünscht. Das lief hier wirklich wie Wasser nach unten. Der nächste Punkt, der mir hier so ein bisschen negativ auffällt, ist hier der fehlende Wirkindikator. Stand hier auf der Flasche drauf. Also es soll hier einen Farbumschlag geben auf die gewohnte rote Farbe, dass uns dann angezeigt wird, dass wir hier das Ganze wirklich absprühen können. Aber das fehlt mir hier wirklich. Ich gehe mal mit dem Finger drauf. Es löst zwar auch den Bremsstaub an, aber wir sehen hier wirklich überhaupt keinen
Wirkindikator. Das sind eher so die Spritze, die hier dann langsam hier rüberlaufen oder hier drüben dann hier sich unten auf der Speiche sammeln. Also das hat jetzt nichts hier mit dem Kärcher zu tun. Hier fehlt mir wirklich der Unterschied. Und das sehen wir ja auch nochmal deutlich. Also links und rechts ein ganz krasser Unterschied zwischen ja, Wirkindikator vorhanden und irgendwie nicht so richtig vorhanden. Sprühen wir das Ganze mal runter und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Schauen wir uns das Duell hier mal an. Für mich ein klares Unentschieden. Mache ich mal einen kleinen Test. Hier ist nichts drauf. Hier ist nichts drauf. Nichts. Nichts. Hier unten. Nichts. Ganz, ganz leicht. Also von der Reinigungsleistung gleich, obwohl wir hier wirklich eine schöne Indikatorleistung gesehen hatten. Auch hier machen wir jetzt nochmal so einen kleinen Kontrollsprüher und ich sprühe jetzt nochmal die gesamte Felge mit dem Auto XS ein, weil wir hier ja nochmal den Wirkindikator deutlich sehen und dann können wir nochmal schauen, ob hier vielleicht mehr Wirkindikator zu sehen ist und hier weniger. Dann können wir hier nochmal ein genaueres Fazit ziehen über die Reinigungsleistung, nochmal auf On stellen und dann können wir uns auch nochmal hier den Spray anschauen. Also ihr seht, deutlich schaumig gehalten, könnte wirklich noch ein bisschen stärker vernebeln. Damit habt ihr auch immer einen erhöhten Verbrauch, wenn ihr das wirklich so stark bewegen müsst und das so gezielt sprüht. Ihr seht das. Also es könnte ruhig noch stärker vernebeln, weil es bringt nichts, wenn hier wirklich viel drauf ist. Es muss sich halt nur gleichmäßig auf der Felge niederlassen. Und ihr seht, es ist dann einfach hier auch schon am Runterlaufen, wenn man zu viel aufsprüht. Also ihr habt da schon Materialverschwendung. Aber das passiert einfach, weil man, wenn man jede Ecke erwischen will, einfach oft sprühen muss, weil der schöne Nebel nicht vorhanden ist. Hier ist zum Beispiel jetzt kaum was drauf. Müsste ich nochmal drüber gehen. Also immer wieder so ein kleiner Nachteil bei den Sprühköpfen, die halt einfach nicht so schön vernebeln. Gebt mal der Sache nochmal so 3 Minuten und ihr seht, hier oben kommt schon wieder Wirkindikator und auch hinten auf der Bremsscheibe lassen wir nochmal die Zeit kurz hier für uns arbeiten. 3 Minuten Einwirkzeit vorbei. Wenn wir uns das hier nochmal anschauen, wir haben überall noch ein bisschen Wirkindikator, der sichtbar wird. Also Verschmutzung überall noch vorhanden. Aber wenn wir uns mal den Bereich hier unten anschauen, vor allen Dingen im hinteren Bereich, sehen wir deutlich mehr Indikatorfärbung hier, in dem Bereich viel weniger. Also von der groben Reinigungsleistung her, finde ich, ist der Aldi XS hier doch etwas stärker, aber wirklich nur leicht im Vorteil gegenüber dem Kärcher. Und schön ist ja auch, dass er auch wesentlich günstiger ist. Also der XS schlägt sich hier wirklich richtig gut in dem Vergleich. Sprühe ich jetzt die gesamte Felge noch ab und dann können wir schon zu einem kleinen Fazit kommen. Und damit kommen wir wie immer zu einem kleinen Fazit hier zum Auto XS Felgenreinigungsspray und zum Kärcher Felgenreiniger. Gehen wir durch die einzelnen Kategorien durch. Erstmal von der Reinigungsleistung her haben sie beim ersten Durchgang ein sehr identisches Bild gezeigt. Beide Seiten sind erstmal gut sauber geworden. Dann haben wir das nochmal mit dem XS nachkontrolliert, weil ja hier der Vorteil da ist, dass ihr noch einen Wirkindikator mit drin habt. Der soll ja beim Kärcher auch mit vorhanden sein, aber der hat uns hier echt gefehlt. Also auch nach einer ganzen Weile kam hier wirklich kein Wirkindikator, wurde nicht deutlich sichtbar, dass es sich hier rot irgendwie umfärbt. Und da hier nach dem zweiten Durchgang nochmal deutlich zu sehen, dass auch auf beiden Seiten noch ein bisschen Restschmutz vorhanden war, aber auf der Kärcher-Seite dann etwas mehr, aber wirklich nur minimal. Deswegen geht der Punkt hier bei der Reinigungsleistung an den Auto XS, an das Felgenreinigungsspray. Von der Füllmenge und vom Preis, hier habt ihr 750 ml zu 8 bis 9 Euro für 500 ml und da geht auch hier das Preismengen Verhältnis bzw. der Punkt geht auch hier an das Auto XS Felgenreinigungsspray. Wirkindikator soll vorhanden sein, ist er auch. Wirkindikator soll vorhanden sein, hat sich aber bei uns leider nicht gezeigt. Deswegen auch hier nochmal ein kleiner Pluspunkt für den Auto XS. Dafür zeigt aber hier der Kärcher mit diesem Sprühkopf das wesentlich bessere Sprühbild, wesentlich feiner verteilt, leicht zerstäubt. Ganz im Gegensatz hier zum Auto XS, so ein leichtes Schaumbild habt ihr hier schon, muss man doch etwas mehr sprühen. Also der Verbrauch ist hier doch beim XS wesentlich höher als beim Kärcher. Ihr seht, wir haben auch nicht mehr so viel drin und es ist effektiv kaum was aus der kleinen Vorratsflasche raus. Also hier vom Verbrauch her müsst ihr beim XS etwas mehr einsetzen, aber dafür ist der Preis auch wieder wesentlich günstiger. Und damit geht dieses direkte Duell hier an den Auto XS, an das Felgenreinigungsspray. Und das hat auf jeden Fall eine richtig gute Leistung gezeigt. Für den aufgerufenen Preis könnt ihr hier wirklich nichts falsch machen. Mit einem pH-Wert von 9
ganz leicht im alkalischen Bereich, aber hält sich wirklich noch in Grenzen. Materialschonend, Wirkindikator dabei. Also falls ihr hier so eine Flasche irgendwo in der Nähe seht und ihr braucht einen neuen Felgenreiniger, könnt ihr durchaus hier zugreifen. Aber auch den Kärcher, hier möchte ich nicht irgendwie schlecht reden. Es funktioniert auf jeden Fall. Trotzdem, ich wünschte mir hier noch einen deutlich stärkeren Wirkindikator und auch hier etwas stärkere Gelformel, die ja eigentlich versprochen wird. Das war doch wesentlich flüssig, weil vom Verbrauch her seid ihr mit dem Sprühkopf hier echt gut bedient. Und auch für einen Preis von ungefähr 9 Euro für 500 Milliliter ist er jetzt auch nicht so in dem günstigen Bereich angeordnet, wenn wir jetzt mal das verdoppeln, 18 Euro einfach mal für einen Liter. Da gibt es auch wieder so den einen oder anderen Felgenreiniger, der dann schon so im Bereich 10 bis 13 Euro mitspielt. Also hier muss er sich auch etwas unterordnen. Trotzdem leistungsmäßig völlig in Ordnung, aber den einen oder anderen Kritikpunkt müssen wir einfach hier an der Stelle weitergeben. Damit danken wir euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten euch wieder weiterhelfen und ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen zu den beiden Felgenreinigern. Schreibt auch mal eure Meinung hier zu den beiden Felgenreinigern unten in die Kommentare rein. Wir brauchen mal euer Feedback. Das hilft uns sehr weiter, weil dann können wir hier unsere Erfahrungen gemeinsam in der Community teilen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.